shayo ji. La 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 yi la shayo. La. Schön in Bewegung bleiben, der andere ist nämlich ein Bogenschütze. Jawohl, das war gut. Jetzt der letzte. Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der grünen Hölle. Erstmal ein Schlückchen schlürfen. Wir werden nahtlos an die letzte Folge anknüpfen. Und zwar werden wir jetzt erstmal unseren Unterschlupf etwas ausbauen, unsere Vorräte aufstocken und dann werden wir mal auf die Bambusbrücke gehen. Wir werden die fertigstellen und werden dann rübersetzen. Aber erstmal müssen wir ja alles safe machen. Oh, da ist ein Kamerad, den wir nicht so mögen. Zack, der hat es auf jeden Fall schon mal hinter sich. Noch irgendwas Krabbelmäßiges. Ah, hier liegt schon eine Menge Shit rum. So, damit können wir auf jeden Fall schon mal wieder einen guten Verband machen. Herstellen, herstellen, zack. Dann haben wir schon mal einen Special-Verband, den wir hier ablegen können. Hiervon nehmen wir nochmal zwei so mit, man weiß nie, was passiert. Also wir bereiten jetzt auf jeden Fall den Trip schon mal vor. So, Müdigkeit geht noch klar. Wir könnten ein bisschen jagen gehen. Wie viele Pfeile haben wir am Start? Das ist ausreichend. Hier brüllt auf jeden Fall ein Jaguar. Okay, da ist ein Gürteltier, eine Schildkröte, sehr schön. Das war ein Volltreffer. Vielleicht kriegen wir das Gürteltier auch noch. Dafür müssen wir vor das Gürteltier kommen. Okay, es hat abgedreht. Wenn er wieder in unsere Richtung läuft, dann kriegt er einen Kopftreffer. Dreh dich, dreh dich. Ja, von der Seite ist immer schwer. Es wird aber safer enden. Da müssen wir jetzt hinterher. Jawohl. Dann nehmen wir unseren Kumpel aus. Hoffen, dass er uns einen Panzer gibt für eine schöne Rüstung. God, I'm so hungry. Ja. Wir haben ja jetzt Fleisch besorgt, das können wir auf jeden Fall schon mal grillen. Dann werden wir uns den Leguan dann noch fertig machen. Die Schildkröte muss leider auch dran glauben. Weil wir den Panzer brauchen. Wir brauchen mehr Wasser. Und natürlich ist das auch ein super Kochtopf. So, hier kriegen wir unsere Pfeile zurück. Dann müssen wir einmal Platz schaffen hier. Den nehmen wir im Rucksack aus. Sammeln. So. Dann packen wir die mal daneben. Oder den. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Bananenblatt. Hier liegen noch genügend rum. Herstellen. Dann packen wir den Gürtel August da dran. Oh, keine Seile. Ganz bitter. Wollen wir noch eben Seile? Vielleicht können wir noch ein bisschen Fleisch mitbringen. Schönes Wasserschweinchen. Hier läuft irgendwas.
Ja, da oben ist ein Wasserschrein. Wo ist es hingelaufen? Hier kommt es nicht entlang, also muss es hier irgendwo hergelaufen sein. Okay, das hat uns den Fall auf jeden Fall verschleppt. Ist auch nicht schlimm. Das hatten wir schon gelernt. Das Lager hatte ich nämlich überfallen, weil die Leute mich hier richtig aufgeregt haben mit ihrer Singerei und ab und zu haben die mir mal einen Pfeil in den Rücken geschossen. Waschen müssen wir uns. Und Leiaden brauchten wir. Dann werden wir mal ein bisschen köcheln. Da ist noch einer. So, dann nehmen wir uns ein Palmenblatt, unseren Gürteltierpanzer und Seile. Zwei Stück herstellen. Und dann sind wir schon wieder ein bisschen sicherer am Start. Okay, hier haben wir schon Gürteltier. Das trifft sich gut. Jetzt fängt es an zu regnen. Dann füllen sich auch unsere Gefäße wieder. So, Rucksack, zack, packen wir drauf. Haben wir schon mal beide Arme gut gepanzert. Der nächste Jaguar kommt bestimmt und auch das nächste Stammesmitglied, was uns ans Leder will. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Okay, hier haben wir nichts Neues, wo wir größere Mengen Fleisch machen können. Da müssen wir uns noch die Rezepte holen. So Leute, wir werden uns jetzt auf den Weg machen zu der Brücke und die Brücke wird uns dann zum Flughafen führen und wir starten jetzt direkt los. Ich werde das vielleicht im Zeitraffer machen, mal schauen. Ja Leute, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Jaguar am Start, der hoffentlich können wir ihn überlisten, mal schauen. Oh wow. Herbe erschreckt. Der hat uns mal von der Seite angegriffen. Und hier läuft noch was rum. Da hinten das Wasserschwein, egal. Wir müssen erstmal unsere Wunde versorgen. Ich denke mal, dass er jetzt den Fuß getroffen hat, weil wir da nicht weil wir da keinen Dings haben, keinen Schutz. So, Blutung ist gestillt. Jetzt scheinen hier noch Blutigel zu sein. Schauen wir einmal. Nein. Wie sieht's hier aus? Aha. Da sind die Übeltäter. Auf der anderen Seite wird auch noch einer sein. Es sind meistens drei. Nein, zwei waren es nur. Sehr gut. Das ist aber super Fleisch. Das nehmen wir gerne mit. Jetzt auf dem Rückweg vielleicht noch ein Schweinchen, das wäre super. So, wie sieht's aus? Das ist in Ordnung. Wir brauchen Fett. Da haben wir gar nichts mehr. Das kriegen wir super in Nüssen. Das nehmen wir immer mit. Das kann man immer gut gebrauchen. Kann man nämlich mit Verbänden kombinieren.
wo die Fliegen sind, ist so ein Gebüsch, was Ausschlag macht. Wenn man dieses Zzzz gehört. Und dann da durchläuft, Arschkarte. Ich höre jetzt nichts. So, wir müssen noch mal kurz zurück die Wunde versorgen und die Vorräte aufstocken und dann gehen wir direkt los zur Brücke. Ja, Leute, ihr seht hier wieder die Wunde, die hat sich infiziert leider, obwohl wir sofort reagiert haben. Das ist aber kein Problem, wir haben genügend Maden im Rucksack. Da packen wir jetzt ein paar Maden drauf. Und dann lassen wir die Bahnen arbeiten. Das funktioniert tatsächlich. Also es wird auch wirklich in der Wundmedizin angewendet. Nur das wären halt, da wären halt absolut sterile Maden, die werden im Labor gezüchtet, ohne Verunreinigung verwendet. Das hat man hier natürlich nicht, aber es ist besser als nichts. Weil Maden fressen nur totes Fleisch, totes Gewebe, gehen an lebendes Fleisch nicht dran. Und die haben, produzieren einen Speichel, womit sie das Fleisch anlösen und dann, die haben nämlich überhaupt keine Zähne, ziehen sie dieses Brei, was angelöst wurde durch deren Speichel, ziehen die halt durch so eine Röhre, halt durch die Schnauze, sag ich mal. Und dieser Speichel, den die verwenden, der ist sogar noch schmerzstillend und antiseptisch. Also das ist eine richtig gute Sache. Also wird tatsächlich angewendet. Das Spiel legt halt viel Wert auf Realismus. Jetzt ruhen wir uns mal richtig gut aus. So, da sind wir wieder. Dass es Nacht ist, ist jetzt egal. Wir gehen mal los, gucken mal, wie ist der Rucksack, wie voll. Wir können auf jeden Fall ein bisschen ein paar Knochen hier lassen. Einen Stapel lassen wir hier. Was haben wir hier denn noch? Großkatzenzehe. Okay, die können wir mal drin lassen, die nimmt keinen Platz weg. Was wir machen können, ist auf jeden Fall wieder ein paar Pfeile herstellen. Keine Stöcker, das können wir auch unterwegs machen, kein Problem. Wir gehen jetzt auf jeden Fall los. Wie sieht es mit dem Hunger aus? Ein bisschen Fleisch können wir schon wieder vertragen. Nehmen wir mal das hier, Truthahnfleisch. Tukanfleisch, Entschuldigung. Essen. Kann sogar noch was vertragen, weil dieses Tukanfleisch hat wohl Fett gemacht, ja. Was gibt die Banane nochmal? Das sind nämlich Kohlenhydrate, wenn ich mich da nicht irre. Gucken wir mal einmal. Genau, 25 Kohlenhydrate. Die essen wir, können wir gebrauchen. Dann haben wir das auch schon mal wieder voll. So, was wir wegschmeißen können, schmeißen wir jetzt auch weg. Das ist abgelaufen. Tschüss. Dann nehmen wir vielleicht ein bisschen Wasser mit, was wir uns später abkochen können. Die war nämlich ja, zu 7% voll. Dann können wir das trinken. Füllen die einmal auf. Und wenn wir dann unterwegs ein Feuer machen, können wir uns das abkochen. Vielleicht auch eine Kokosnussschale mitnehmen sollen, aber das hört ja nie auf. Wir müssen jetzt los. So, wir müssen uns nochmal die Wunde angucken. Sieht immer noch übel aus, also nochmal Maden drauf. Guten Appetit. Jetzt müssen wir mal Richtung Osten. Das war aber verkehrt, weil hier kommen wir nicht hoch. Wir werden hier entlang gehen. Das ist nämlich der richtige Weg. Oder der schnellste Weg. Um diese Uhrzeit sind viele Jaguare unterwegs.
Müssen wir mal gucken. Bisschen aufmerksamer durch den Wälderstreifen hier. Geistige Gesundheit minus 2. Oh oh. Hier ist irgendwo eine Schlange. Da ist sie. Das war's für die Schlange. Jetzt werden wir uns eben schnell eine Knochenaxt bauen. Und zwar ist das Rezept: ein Knochen herstellen. Knochen, dann. Oh, wir haben keine Stöcker. Irgendwo hapert es immer dran, aber das Spiel ist halt so. Das ist nun Liane. Ich sehe gerade, dass wir wieder Blutegel haben. Da haben wir keinen, hier haben wir 2. Hier kriegen wir nochmal Federn. So, den haben wir. Ah, perfekt. Dann bauen wir uns schnell eine Axt. Herstellen. Ein Knüppel. Oder ein Stock. 2 Seile. Genau. Es war 2 Knochen. Seile und ein Knüppel. So, jetzt die Energie schon wieder weg. Weil wir kein Fett haben. Ein paar Nüsse wären echt ideal hier. Ja, dadurch, dass wir kein Fett haben, schaffen wir es nicht mal zu der ersten Höhle. Das heißt, wir müssen auf dem Boden schlafen und ihr seht mal, wie man dann die Würmer behandelt. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Wir werden versuchen, nur kurz zu schlafen. So, jetzt sind schon auf jeden Fall Würmer da. Da ist schon mal einer. Dafür braucht ihr die Knochennadel. Da stecht ihr dann einmal rein und verbindet das Ganze. Es sind meistens mehrere am Start. Schauen wir uns mal den anderen Arm an. Das sieht gut aus. Die Wunde sieht übel aus. Ist gut, dass wir auf jeden Fall noch mal ein paar Verbände machen können. Machen, obwohl das hat er jetzt klein gerissen, weil ich mich wieder verdrückt habe. Aber das ist nächste Probleme. So, jetzt gucken wir uns das Ganze wieder an. Das war das Bein, war gut. Das Bein war infiziert. Ja, die müssen das auf jeden Fall erstmal rausfressen. Dann können wir den Verband erst machen. Er ist schon wieder platt. Also müssen wir wieder schlafen. Nervt ein bisschen, aber geht nicht anders, weil wir kein Fett am Start haben. Wir werden jetzt einmal komplett ausschlafen. An dem Arm haben wir Glück gehabt. Hier ist auch nichts. Wunde sieht weiter schlecht aus. Wir haben uns keine Würmer eingefangen, das ist schon mal sehr gut. Die Wunde ist behandelt, den Pilz können wir uns mitnehmen. Da ist wieder eine Klapperschlange. Das ist frisches Fleisch, was wir gleich aufs Feuer packen können.
Und wieder Blutigel. Man kommt hier einfach keine 5 Meter weit. Das ist halt so gemacht, ne? Ja, wir brauchen einfach nur Fett. Komm, ey, ein paar Nüsschen. Sind uns nicht vergönnt. Kohlenhydrate kriegen wir. Federn haben wir schon reichlich. Wir laufen gerade ziemlich falsch. Wir müssen dahin. Ups, jetzt haben wir die Flasche fallen lassen. Das wäre ein fataler Fehler, wenn die weg wäre. Ist da eine Kokosnuss? Sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Hallo. Das hauen wir uns jetzt schnell rein. Das gibt uns nämlich Fett. Und wir können darin auch Wasser auffangen, das ist sehr gut. So, wir sollen wieder mal unseren Körper anschauen. Die Wunde sieht gut aus, das ist super. Dann verbinden wir jetzt das Ganze. Und dann haben wir sie endlich überstanden. Wir haben recht hohes Fieber, deswegen haben wir einen hohen Flüssigkeitsbedarf. Ach komm, ein paar Nüsse, ey. Nur ein paar Nüsse. Hier kriegen wir mehr Verbände raus. Jawohl. Das ist sehr gut. Und wo eine Nuss ist, liegt eigentlich immer eine zweite. Ein paar Pilze schrauben uns noch rein. Oh Gott. Mann, er hat sich gerade weggedreht. Was für ein Pech kann man nur haben? Das wäre unser geschütztes Bein gewesen. So, jetzt müssen wir wieder ein Schläfchen machen. Hier sind nochmal Nüsschen. Geilo. Wichtig. Geht nicht anders, wir müssen uns hier hinlegen. Hauptsache kein Jaguar greift an. Richtig gut, nicht mal Würmer oder so. Das war wertvoll, richtig wertvolle Nacht. In die Richtung müssen wir. Nehmen wir auch mal mit. Wir schlagen uns ganz gut. Ein paar Pilze.
Den nehmen wir erstmal nur mit. Können wir nämlich gleich aus dem Fluss trinken und können uns die Parasiten direkt wegmachen, weil diese Pilze bekämpfen Parasiten. Kohlenhydrate. Irgendwas läuft hier. Ist es die Maus? Nein. Ist aber laute. Laute Maus. Die laute Maus von Mexiko. Nee, da ist es. Der war sauber getroffen. So, jetzt müssen wir mal einmal hier Platz schaffen. Ein Stack können wir auf jeden Fall wegpacken davon. Hier machen wir uns wieder Verbände. Dann sieht das Ganze schon aufgeräumter aus. Das ist auch sehr gut. Gibt nämlich auch ein bisschen Flüssigkeit. Bis jetzt schlagen uns hervorragend. Eine Höhle wäre gut, um unsere Lebensmittelvorräte aufzustocken. Die müsst ihr immer abbauen. Das ist nämlich so eine anti-entzündliche bzw. Schlangenbiss oder Schlangengift neutralisierende Pflanze. Die könnt ihr kombinieren mit einem Verband herstellen, dann einfach das Zeug hier nehmen. Warte mal. Getrocknet. Ach so, hier ist die frische. Aber das war doch so. Warte mal. Herstellen. Nö. Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay, das müssen wir einmal kurz hier entfernen. Das mit dem Fleisch ist gar nicht schlimm, weil wir da wieder Maden rauskriegen und die brauchen wir. Habt ihr ja gesehen, wie viele Maden ich gerade angewendet habe für eine Wunde. Normalerweise klappt das beim ersten Mal, aber halt nicht immer. So, hier haben wir noch eins. Sammeln. So, jetzt haben wir eine Menge Maden bekommen. Hier ist ein ekliger Pilz. Das ordnen wir uns mal. So, Körper schauen. Aber es ist halt im Dschungel ehrlich so, man macht halt nicht unendlich viele Meter. Und wenn man nicht alles permanent kontrolliert und macht und tut, dann geht man einfach drauf an der Infektion. Zusätzlich sind ja halt noch wilde Tiere und irre Menschen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Osten ist da. Genau, jetzt war das hier runter. Und dann hier entlang. Wenn wir jetzt hier immer entlang gehen, dann kommen wir direkt zu der Brücke. Ich kann euch gleich die Koordinaten genau sagen, damit ihr die auch findet. Meine Güte, hau das Ding doch einfach kaputt. Dankeschön. Den hauen wir mal weg. Ein bisschen Zunder zu kriegen, gleich fürs Feuer. So, jetzt seht ihr, dass die Energie überhaupt nicht runtergeht. Beziehungsweise super langsam runtergeht, weil alles einigermaßen sich die Waage hält. So, hier ist jetzt eine Mine, da dürfte dieser Aufzug sein. Wieder ein bisschen vorsichtig gehen wegen Skorpione. Genau, hier ist der Aufzug. Hier werden wir jetzt gleich am Anfang der Mine
ein Feuer errichten, damit wir alles mal ein bisschen garen können, was wir so am Start haben. Hier haben wir nochmal zwei Nüsschen, sehr schön. Top, top, die Fette grillt. Wir haben alles aufgefüllt einigermaßen. Wasser kriegen wir auch. So, hier ist es überdacht. Dann werden wir das Feuer hier an die Seite packen. Zack. Irgendwo, wo es trocken ist. Wir können das auch hier in die Ecke packen, wenn das geht. Ja. Da ist ein Skorpion. So, jetzt werden wir uns auf jeden Fall noch ein paar Stämme, die werden auf keinen Fall reichen, aber hier ist ja direkt ein Baum. Den nehmen wir nochmal mit. Fall schön in die Höhle, Ast rein. So muss es laufen. Okay, das kann man besser von hier unten treffen. Kriegt auch noch einen auf den Deckel. Ja, da waren auch noch kleine Stöckchen. Sehr gut, weil wir brauchen ja auch noch für Pfeile einige kleine Stöcke. So, zwei Stück fehlen. Na, Freundchen, was du denn hier für eine Scheiße? Perfekt. Zunder haben wir auch schon besorgt. Sehr schön. Benutzen. Ah, guck mal, wir haben auch noch was von Vogelnestfasern. Ja, come on. So, das packen wir hier rein. Es ist halt bei dem Spiel ist nichts übers Knie gebrochen, ne? Schnell Meta machen ist einfach Quatsch. Ihr werdet einfach nur sterben, viele Pausen einlegen, viel Essen generieren. Das ist einfach absolut wichtig. So, das ist auf jeden Fall voll. Trinken wäre ganz gut. Ich weiß, es ist richtig. Oh, schau mal da. Tschüss. So, das sortieren wir einmal. Okay, der passt jetzt nicht mehr rein. Das brauchen wir gar nicht. Mein Gott. Die Scheiße packen wir auch mal weg. So. Den nehmen wir auch aus. So, dann werden wir uns jetzt mal Pfeile generieren eben. Läuft ja wie am Schnürchen. Alles klar, das Fleisch ist gleich soweit. Jetzt machen wir uns ein paar Pfeile. Kann man nicht, liebe Leute, kann man nicht. So, die stellen wir hier hin, wenn es gleich ein bisschen regnet. Wir sind schon relativ nah da bei der Leiter, beziehungsweise bei der Brücke.
Fett können wir nochmal wieder ein bisschen zu uns nehmen. Aber Wasser werde ich jetzt hier nicht rauschen, wir müssen auch gleich weiter. Er behält nichts drin. Stimmt, wir müssen erst abwarten. Oh, das verwirrt mich, ey. Ich habe doch hier raus immer so Anti-Spinnen-Geschichten, ach, Anti-Schlangen-Geschichten gecraftet. Merkwürdig. Keine Ahnung. Okay, Spinne. Ich glaube, da hinten ist die Brücke schon. Dann werden wir erst noch ein Nickerchen machen. Ist natürlich wieder Nacht, aber es ist egal. Sauber, frische Pilze. Da müssen wir schnellstmöglich Wasser finden. Proteinebraucher, die haben wir ja jetzt. Essen. Protein und Energie sogar. Geil. Also werden wir die erstmal links liegen lassen. Wie sieht's hier aus? Das ist voll. Trinken brauchen wir. Es war dumm, dass wir die Kokosnussschalen nicht rausgepackt haben. Sind das zwei Beine, die hier laufen? Egal, wir hauen ab. Boah, wir müssen unbedingt Wasser finden. Hier könnten wir jetzt rüber gehen. Müssen wir sogar, oder wir könnten außen rumlaufen. Das bringt uns nichts, wir gehen hier rüber. Auch der richtige Weg. Ich werde jetzt nichts anders machen, sonst gehe ich wieder drauf. Okay, das ist ein Gürteltier. Er hat sich eingerollt. Scheiße. Normalerweise kann der nirgendwo hin, der müsste sich jetzt gleich beruhigen. Er dreht auch im letzten Moment immer seinen doofen Wirsing weg, ne? Wo ist er hin? Ist er da runtergerannt? Hä? Wie kommt der herüber? Ist er ehrlich da drüber gerannt? Alter. Das war mal ein gutes Gürteltier. Mutig auf jeden Fall. So, jetzt wird's Zeit für Wasser. Okay, wir haben Parasiten. Wir haben uns mal einen hier reinsnacken. Fällt in 9 Stunden. Das ist noch in Ordnung. Vogelnest. Das nehmen wir mit. Das nimmt nämlich keinen Platz weg, weil das an der Seite der Tasche ist. Jetzt ein bisschen lockerer machen. Nicht, dass uns wieder ein Tiger überrascht. Okay, hier sind wieder Eingeborene. Kriegen wir auf jeden Fall gute Rezepte. Wir haben genügend Pfeile. Wir werden die jetzt angreifen. God, I'm thirsty. Lagalagaila, yo.
Schön in Bewegung bleiben, der andere ist nämlich ein Bogenschütze. Jawohl, das war gut. Jetzt der letzte. Habe ich keine Pfeile mehr? Kann doch gar nicht sein. Jawohl, schöne Sache, richtig gut gemacht. Den haben wir voll in die Fresse geschossen. Das war echt mega. Wir haben überhaupt keinen Schaden genommen, richtig gut. So Leute, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch meinen Kanal, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wann die nächste Folge startet und wann ich generell Videos hochlade. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und ich sag Adios, amigos!